So, jetzt sind wir da bei Josef Brandner von BBS Reisen. Steht für was? BBS steht für Brandner Bus Schwaben, dem Omnibusunternehmer und Reiseveranstalter aus Bayerisch Schwaben. Ich sitze gut. An was liegt das? Sie sitzen auf einem Ambassador-Sitz, der sich dadurch auszeichnet, dass er etwa 10 cm breiter ist als die üblichen Sitze. Und wir leisten uns in den Bussen 3 Sitze pro Sitzreihe anstatt 4 Sitzen pro Sitzreihe, was natürlich für den Kunden einen erheblichen Komfortvorteil bedeutet. Sie haben ein Innovationskonzept. Erklären Sie das doch mal. Ja, wir haben ein Innovationsrezept für Busreisen, insbesondere für die Zielgruppe 50-60 plus entwickelt, das sich durch zwei wesentliche Merkmale auszeichnet. Einmal im Bereich des Reisedesigns, dass wir auf den Biorhythmus der Kunden Wert legen, das heißt ausgewogene, entschleunigte Reiseprodukte mit anbieten. Und dann der zweite wichtige Aspekt, der Komfortreisesitz mit einem Panoramadach versehen, gibt ein einzigartiges Reiseerlebnis. Das ist aber jetzt schon eine sehr moderne Art zu reisen mittlerweile, gell? Wird das auch so angenommen? Wir haben mit dem Produkt sehr guten Erfolg und es geht darum, mit dem Bus Kreuzfahrten zu Lande zu organisieren. Das heißt, gemütlich verreisen, bewusst erleben und insofern ein tolles Reiseerlebnis zu haben. Und wir sind in dem Segment momentan die Einzigen, die das in dieser Komposition mit anbieten. Ich würde jetzt sitzen bleiben, wenn ich nicht noch weiter sollte. Und das tue ich jetzt aus. Danke, Josef Brandner. Jawohl, danke Ihnen. Bis zum nächsten.